Kerstin Ott, geboren am 17. Januar 1982 in West-Berlin, ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin, die vor allem durch das Lied »Die immer lacht« bekannt wurde. Kerstin Otts Leben ist nicht nur eine Geschichte musikalischen Erfolgs, sondern auch eine Reihe von Schmerzen und traurigen Geheimnissen, die er stets verbarg. Schon in jungen Jahren hatte Kerstin Ott mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Alter von 3 Jahren wurde Ott von seinem älteren Bruder und seiner alleinerziehenden Mutter getrennt und musste in einem Kinderheim leben. Anschließend kehrte sie für kurze Zeit zu ihrer Mutter nach Berlin zurück, bevor sie zu einer Pflegefamilie nach Heide, Holstein, kam. Die Umbrüche ihrer Kindheit hinterließen tiefe Spuren in Otts Seele und zwangen sie dazu, früh erwachsen zu werden und schon in jungen Jahren zu lernen, unabhängig zu sein. Seit ihrer Kindheit war Kerstin Ott musikbegeistert und nahm regelmäßig an Talentwettbewerben teil, sang im Chor von Rolf Zukowski und trat als DJ auf. Trotz seiner brennenden Leidenschaft für Musik ist das Leben für Ott nicht einfach. Bevor sie berühmt wurde, verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Malerin und Lackiererin. Nach dem durchschlagenden Erfolg von »Die immer lacht« gab Kerstin Ott 2016 diesen Beruf auf, um sich ganz auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren. Otts musikalische Karriere war mit vielen Herausforderungen verbunden. Trotz vieler Erfolge läuft es nicht immer reibungslos. Musikprojekte, die die Erwartungen nicht erfüllten, und der Druck des Ruhms ließen sie oft deprimiert und müde werden. Kerstin Ott erzählte einmal, dass sie seit ihrem 18. Lebensjahr 7 Jahre lang spielsüchtig war, eine Zeit voller Schwierigkeiten und Leid, die sie überwinden musste. Im Alter von 42 Jahren träumt Kerstin Ott immer davon, ihr wahres Glück zu finden. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere verfolgen sie immer noch der Schmerz und die Geheimnisse der Vergangenheit. Sie versteht, dass man sich emotionalen Wunden stellen und diese überwinden muss, um glücklich zu sein. Auch das Familienleben von Kerstin Ott ist nicht ohne Herausforderungen. Im August 2017 ließ sie eine Lebenspartnerschaft mit ihrer langjährigen Freundin Carolina Köppen ein, die im Oktober desselben Jahres in eine Ehe umgewandelt wurde. Die beiden haben gemeinsame Zwillingstöchter. Trotz vieler Schwierigkeiten versuchten Ott und seine Frau, ein glückliches gemeinsames Leben zu führen. Carolinas Kameradschaft und Liebe haben Ott geholfen, viele Herausforderungen in Leben und Karriere zu meistern. Trotz vieler Schmerzen und trauriger Geheimnisse in ihrer Vergangenheit ist Kerstin Ott stets bestrebt, voranzukommen. Sie ist nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern auch eine starke Frau, die stets versucht, alle Schwierigkeiten zu überwinden, um für sich und ihre Familie glücklich zu werden. Die Herausforderungen in ihrer Karriere und ihrem Leben haben ihr geholfen, erwachsen zu werden und stärker zu werden, und sie hofft immer, dass die Zukunft mehr Freude und Glück bringen wird. Kerstin Otts Leben und Karriere sind eine emotionale Reise, von Schmerz und Scheitern bis hin zu strahlendem Erfolg. Obwohl sie mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert war, behielt sie stets ihren Glauben an das Leben bei und verfolgte weiterhin ihre Leidenschaft für die Musik. Kerstin Otts Lieder sind nicht nur schöne Melodien, sondern enthalten auch emotionale Geschichten aus dem wirklichen Leben, die persönliche Erfahrungen und Veränderungen im Leben widerspiegeln. Kerstin Ott bewahrt trotz vieler Schmerzen und trauriger Geheimnisse ihren Optimismus und ihre Leidenschaft für die Musik. Sie hofft immer, dass sie ihr wahres Glück findet und weiterhin zur Kunst beitragen kann. Die Herausforderungen und schlimmen Dinge, die sie durchgemacht hat, machen ihre Geschichte nur noch berührender und bedeutungsvoller und sie wird für viele für immer eine Inspiration sein. Mit 42 Jahren ist Kerstin Ott nicht nur eine musikalische Ikone, sondern auch ein Beispiel für Belastbarkeit und Mut.
Obwohl sie im Leben mit vielen Schmerzen und Herausforderungen konfrontiert war, bewahrte sie stets den Glauben und die Hoffnung in die Zukunft. Die Erfolge in ihrer Musikkarriere waren nicht einfach, sondern das Ergebnis unermüdlicher Bemühungen und des Geistes, niemals aufzugeben. Das aktuelle Leben von Kerstin Ott und Carolina Köppen mangelt zwar nicht an Herausforderungen, ist aber dennoch voller Freude und Liebe. Gemeinsam bauten sie ein glückliches Zuhause auf und kümmerten sich mit all ihrer Liebe um ihre Zwillingstöchter und zogen sie groß. Warme Momente mit der Familie, gemeinsame Ausflüge und gemeinsame Abende haben ihnen geholfen, sich stärker zu verbinden und schöne Erinnerungen zu schaffen. Während ihrer Karriere stand Kerstin Ott unter großem Druck, den Erfolg aufrechtzuerhalten und die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Misserfolge bei der Arbeit und Projekte, die nicht die erwarteten Ergebnisse bringen, führen manchmal dazu, dass sie sich müde und deprimiert fühlt. Trost und Motivation findet sie jedoch immer bei ihrer Familie und ihren Lieben. Carolina ist immer an ihrer Seite, ermutigt und unterstützt sie bei der Bewerbung. John, I tell, John, I tell, how did you get to becoming the Chief Sales Officer at Demand Base? So as we bring out the second ice cream, I think you put them both on top. So we're gonna talk about the second ice cream again. Yeah, yeah, please do, as you're saying. I've mixed it together and it's becoming a mess. So yeah, but give me time to catch up to you here. It's the Earl Grey Tea Van Leeuwen ice cream. And the reason that I got this one for you is kind of similarly to the first one being a little old fashioned. I thought, you know, John's a very thoughtful guy. I could see him sitting on his patio in Austin, Texas with a leather-bound book, maybe a cigar, and some Earl Grey tea. And so I saw that one. I was like, I'm getting that for John. How is it? It's great. I was going to say, yeah, definitely hitting the spot here in the for my afternoon here. Good, man. Good. All right, so you spent time at Canva, which I use a lot. I'm very familiar with the platform. And you know, I think I would say Canva fits in the category of pretty PLG native. Like a very well-known PLG success story. They figured it out for sure. I know that's most of the folks I know who use Canva entered through a product-led growth motion, not through a sales motion. So it must be interesting joining a sales, and I know you were at sales-led companies before Canva, but now you're another sales-led company. It's very sales-heavy, very, you know, Salesforce. I'd like to kind of dive into what you think the pros, cons, or just the differences of being a revenue leader at a product-led growth company versus a very sales-led growth company. How's that? Tell me about that. Yeah, look, I've got lots of thoughts. And, you know, the Canva journey was an exciting one for me and probably one that I talked about a lot and I'll remember for forever. And, you know, we got to do some fun stuff when I was there. We, you know, I joined them when I first decided to move to sales-led. It was completely PLG. You know, it was completely actually aimed at consumer, which was kind of interesting. And so when I got a reach out about joining them to go build out a region, build out a sales focus, I took the call largely because I love a great entrepreneur story. I spent a lot of time mentoring and advising entrepreneurs. So I'd heard of Mel and Cliff, this young couple from Australia that was kind of challenging and changing the world. Took it more like just wanted to get to know them and understand. But I was like largely thinking when I walked into the conversation, like, this is not a fit for me. I've never done consumer. You know, and I'll tell you about like why, you know, I like this and why I like what I'm doing now. And it kind of fits the kind of a common theme for me. But I say, like, I went into it with like, this is a non-fit most likely, but let's just see what they have to say. And I was like quickly just surprised at their tenacity, their kind of like your rebellious thinking, which was pretty cool. But their story shifted and changed in a cool way. They created an easy to use design tool for everyday people. I use it as well, like still to this day, and we'll continue to use it. And it gets so much more powerful every day. But they gave away free to the world. They gave away free, thinking that everybody couldn't afford, you know, Photoshop. Everyday people needed something that was an alternative that was easy to use. And it just took off, you know. And then their next kind of play was, you know, kind of 6 years in, 5 years in, they were like, let's see how we make money at this.